Im Mai schockt der Mord an der 7-jährigen Hadishat für großes Entsetzen. Das Mädchen wird erstochen, in einem Müllcontainer gefunden. Schnell führt die Spur zu einem Verdächtigen. Dabei handelt es sich um den 16-jährigen Nachbarbuben. Der Teenager wird dringend tatverdächtig, die kleine Hadishat brutal erstochen zu haben. Seit seiner Festnahme wird der 16-Jährige mit tschetschenischen Wurzeln rund um die Uhr bewacht. Robert K. sitzt zuerst in der Justizanstalt Josefstadt, wird dann aber in das renommierte Kepler-Klinikum verlegt. Wegen angeblicher Morddrohungen wird er dort abermals weggebracht und befindet sich seitdem an einem geheimen Ort. Kurz nach der Tat droht Hadishats Familie nämlich mit Blutrache. Die Täterfamilie gilt seitdem als gefährdet. Nun kommt es zum Paukenschlag. Der Vater der 7-Jährigen ist aus dem Gefängnis in Südtirol ausgebrochen und befindet sich seitdem auf der Flucht. Der Tschetschene muss wegen Schleppereiverdachts eine Haftstrafe in Italien absitzen. Er soll die Gelegenheit eines Freigangs zur Flucht genutzt haben. Die Fahndung nach dem Mann läuft auf Hochtouren.